Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das wird jetzt ein Mischhaul von Action. Hauptsächlich dorthin gefahren sind wir wegen Weihnachtsgeschenke und dann hat meine Mama auch noch vor Weihnachten Geburtstag und haben auch was Schönes gefunden. Und natürlich haben wir, beziehungsweise ich konnte es auch wieder nicht lassen, ein paar Bastelsachen in den Einkaufswagen zu legen. Aber ist diesmal nicht allzu viel. Ich habe hier die Kassenbons liegen, werde euch auch die Preise ansagen. Und sollte ich mal einen Preis vergessen, dann fragt mich. Okay, dann schaue ich nochmal nachträglich nach und beantworte das dann in den Kommentaren. Aber ich werde mich bemühen, daran zu denken. Damit das ein bisschen strukturiert losgeht, habe ich schon mal die Bastelsachen zusammengelegt. Die werde ich euch als erstes zeigen. Dann werde ich hier in der Kamera halt für mich kurz Pause, für euch bin ich dann ja sofort wieder da. So die Geschenke und alles bereitlegen, die ich gekauft habe, um euch die zu zeigen, okay? Falls sich jetzt jemand nur für Bastelsachen interessiert, wird er merken, aha, Basteln ist jetzt vorbei und dann kann er sich überlegen, ob er abschaltet oder dran bleibt, okay? So, also wir fangen mal damit an. Ich schiebe das mal kurz zur Seite mit den Bastelsachen. So. Ich habe das jetzt auch unter Bastelsachen, weil ihr wisst ja, ich habe ja diese Notizblöcke gebastelt und ich gucke ja mal, dass ich die passenden Kugelschreiber habe. Und ich habe die bis jetzt nicht, ich habe sie nur geschenkt bekommen und die schreiben wunderbar, ich kann damit so toll schreiben und die passen ja auch farblich dann wunderbar in diesen, ja, ihr wisst schon, Notizblöcke, die ich gebastelt habe. Und nur irgendwie habe ich mich verguckt, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich dachte, ich hätte gelesen 75 Cent, aber auf dem Bon steht pro Set 99. Ich meine, ist auch kein teurer Preis, ne? Für zwei Kugelschreiber kann man da nicht meckern. Und habe halt versucht, dass ich immer jede Farbe einmal habe. Jetzt habe ich bei manchen halt eine Farbe doppelt, aber das macht nichts, weil die halt immer so zusammengestellt sind. Hier zum Beispiel ist pink und da ist auch pink, aber ich habe jede verschiedene Kombination einmal halt genommen. Das sind jetzt fünf Pakete, habe ich 10 Kugelschreiber, damit komme ich erstmal aus. Und die sehen auch toll aus. Ihr habt es ja gesehen, ich habe es euch gezeigt in meinen Blöcken, die ich bebastelt habe. Da habe ich auch in einem den Stift von der Sunny drin und das wird richtig edel. Also wie gesagt, davon habe ich mir fünf Pakete geholt. Ah, 99 Cent. Ich bin echt der Meinung, ich hätte 75 gelesen. Geht euch das manchmal auch? Dass ihr irgendwie einen Preis lest und dann plötzlich. Ich habe das jetzt auch erst zu Hause gesehen, dass da 99 steht. Sonst wäre ich nochmal hingerannt, um zu kontrollieren, aber keine Ahnung. Hier steht auf jeden Fall Stift mit Strassstein, 99 Cent. Okay. Macht mich jetzt auch nicht viel ärmer. So, dann habe ich natürlich noch einmal diese Dreier-Sets-Blöcke mitgenommen. Ich meine, ihr habt gesehen, ich habe ja noch ein Paket, aber man hat ja immer noch gern so auf Reserve, vor allem wenn man gerade, ja, wie soll ich sagen, gemerkt hat, was man damit basteln kann. Also ihr wisst schon, was ich meine, ne? Dann hat man die gerne zu Hause. So, die kosten 99 Cent. Drei Pakete. Ah, 6 Notepack 99 Cent. Die habe ich mir noch einmal mitgenommen. Dann einmal Kleestamps mit einer Stanze. Die hat sie mir angetan. Mit den Pfeilen, Federn, weil das sieht doch bestimmt klasse aus, wenn man jemand eine Karte oder einen Brief schreibt und unter der Adresse so ein Pfeil ausstanzt, so einen gestempelten, und dass du da drunter klebt. Wisst ihr, wie ich das meine? So habe ich mir das jedenfalls gedacht. Und Kleestamps mit Schneideschwablone. 1,95 € habe ich hierfür bezahlt. Blende ich euch jetzt, ne? Mal schauen, wie ich das besser mache. So. Also wie gesagt, es wird ein etwas längeres Video. Ich möchte hier nicht so durchrasen. Ihr kennt das ja von mir. Ich lasse mir immer schön Zeit, ne? Wem das zu langsam geht, der kann ja gerne vorspulen. So.
Dann die Stempel, die habe ich auch in einigen Holz gesehen und war total verliebt, aber mit der Hoffnung, dass ich den bei uns nicht bekomme. Aber ich habe ihn bekommen. Mit diesem schönen Fuchs, Häschen, Bärchen, Eichhörnchen. Und gar nicht mal so viel für bezahlt. Kleinen Moment. 72 Cent für das Stempelset. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich näher rankomme, werde ich unscharf, oder? Die. Keine Ahnung. Das war gerade meine Getränkedose, entschuldigt. Ihr kriegt es immer mit, wenn ich was trinke. Scharf ist nicht heimlich. Wir müssen mal verraten, kann man irgendwie heimlich trinken? Ich glaube nicht, ne? So, dann die hier, die habt ihr sicherlich auch in einigen Holz schon gesehen. Und ich muss wirklich zugeben, die kommen in der Kamera nicht so rüber. Weil ich habe mir gedacht, warum sind die denn so begeistert? Das sind doch ganz normale Straßsteinchen selbst kleben. Und dann sind sie nicht. Das sind so. Ich krieg's glaube ich auch nicht rüber. Oder? Seht ihr das? Die sind so ein bisschen fasziniert. So wie geschliffen. Und ich glaube, das bringen die Kameras einfach nicht rüber. Das muss man wirklich original sehen. Schaut mal, vielleicht schaffe ich es ja, dass ihr das irgendwie richtig sehen könnt. Und ich gucke nochmal nach dem Preis. 56 Cent ein Bogen. Das sind jetzt die klaren. Davon habe ich zwei mitgenommen. In jedem Haul, den ich bis jetzt geguckt habe, war das bei jedem so. Die klaren waren immer doppelt. Ich weiß nicht, ob das vielleicht ansteckend ist. Nein, es ist wirklich, die Klaren braucht man natürlich am meisten. Ne? Die passen überall zu jedem Projekt. Und deshalb bevorraten wir uns eigentlich mit den Klaren immer ein bisschen mehr. Ne? Da gehöre ich auch dazu. Könntet ihr das jetzt sehen? Ich hoffe, dass das jetzt ein bisschen rüberkommt. Aber ich war auch immer erstaunt, wenn ich das in den anderen Häusern gesehen habe. Da habe ich gedacht, mein Gott, das sind doch ganz normale Straßsteine, was sind die da jetzt so hin und weg, bis ich sie jetzt im Original gefunden habe. Also das ist wirklich, trotz dass das Acryl ist, das wirkt wie Glas, wisst ihr? Genau so kann man das am besten beschreiben. Es wirkt durch den Schliff, als wären es Glasperlen. Hier so in lila und grün. Also ich weiß jetzt auch nicht, ob ich jede Farbe erwischt habe. Ich habe mir zwar den ganzen Batzen rausgenommen und alle einmal genommen, aber keine Ahnung. Bis auf die Klaren, wie gesagt, die habe ich mir zweimal genommen. Dann hier, das ist so ein Goldbraunton. Da durfte auch einmal mit. Dann so ein Rot, Pink, Lila. Auch. Ich meine, für unter 60 Cent kann man ja auch nichts verkehrt machen, oder? Kleinvieh macht auch Mist. Man muss schon ein bisschen gucken. Man kann jetzt nicht sagen, ich nehme hier 20 oder 100 von diesen Dingern hier mit. Und vor allem andere möchten ja auch noch gerne was haben. Und ich bin ja auch hauptsächlich dort gewesen, um Geschenke zu kaufen für meine Lieben. So, dann jetzt kommt das Letzte. Das ist gar nicht meine Schuld. Ihr wisst, jeder Bastler von uns sagt, oh, bloß kein Papier mehr. Ich muss aufpassen, ich darf kein Papier mehr kaufen. Ich habe so viel Papier. Aber dafür kann ich jetzt nichts. Mein Mann kam damit an und hat mir diesen Block gezeigt. Meine Augen wurden halt immer, immer größer. Und auf einmal war er im Einkaufswagen. Also nicht von mir, sondern von meinem Mann reingelegt. Ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube, ich habe den auch schon mal gesehen, aber so sicher bin ich mir jetzt nicht. Das ist es ja, original wirkt immer alles doch nochmal ein bisschen anders. Ihr wisst sicher, was ich meine. Aber ich denke, ihr kennt den alle, deshalb werde ich jetzt gar nicht so ein großes Trigabu hier drum machen, sondern einfach mal so durchfächern. Und dann zeige ich euch die Vorderseite noch. Das ist halt Galaxis, ne? So, Weltall, Galaxis. Toll, vor allem das hier. Ich weiß nicht.
Ihr seht das bestimmt, viele, die machen das mit diesen Oxidstempelkissen. Die kriegen das so schön hin, diese Galaxien. Aber dafür braucht man erstmal ein paar Farben, wie ihr hier schon seht, lila, hellblau, dunkelblau. Das muss man sich erstmal zusammenkaufen, um das so zu machen. Und hier habt ihr das schon fertig in dem Block drinne. Und könnt ja, bis ihr euch die ganzen Stempelfarben anschaffen könnt, ihr erstmal das Papier für verwenden. Ich habe es auch noch nicht. Ich habe bis jetzt nur ein Stempelkissen. Aber irgendwann hole ich mir davon auch mehr und dann kann ich mir solche Papiere selber machen. Bis dahin tut es jetzt auch der Block. So, jetzt das wiederholt sich. Ich weiß nicht, konntet ihr das jetzt hier sehen? So, ich glaube, so ist es ganz okay, ne? Und der Block hat gekostet. Also ich finde es jetzt nicht, aber ich glaube, der war 1,99 €. Weil das ist ja einer ohne Bling Bling, weil die kosten ja dann 2,99 € und das ist einer von den normalen. Ich habe nochmal geguckt, ob ich den nochmal finde, aber mein Mann hat dann auch nochmal geguckt, aber dann waren nur noch andere. Die haben sie einmal an so einen, wo sie immer haben, ne, ganz unten, ihr wisst schon, ich weiß nicht, ob das bei euch auch ist, und dann noch mal an so einer Stirnseite vom Regal hatten sie auch noch mal die Blöcke, aber halt nicht dieses Design. Viel Weihnachten war jetzt dabei. Ja, also 1,99 €. So, ich werde das jetzt erstmal zur Seite legen, also wegpacken, und dann geht's weiter. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Zeit, weil es ist einiges. Es sind nicht nur Geschenke, es ist wie gesagt auch ein bisschen für den Haushalt und ein paar Leckereien. Ich wollte halt jetzt nicht nur für das Basteln ein Video machen. Ich habe gedacht, wenn ich mich jetzt schon hinsetze, die Kamera aufstelle, dann mache ich im Müllschaul, okay? Also dann zeige ich euch alles, was ich gekauft habe. Ich kann das ja auch machen, weil ich weiß, dass meine Lieben, denen ich jetzt das gekauft habe, also die Geschenke, wie jetzt meiner Mama oder meinem Papa, die gucken meine Videos nicht. Da kann ich euch das eigentlich zeigen. Und vor allem, ich weiß nicht, ist das bei euch auch so? Bei Eltern, die sagen immer, die wollen nichts. Wir wollen doch gar nichts haben. Ich weiß nicht, ich möchte denen aber schenken. Und ich sehe es ja auch, wenn sie es auspacken, dass sie sich freuen. Also, solange wir es noch können, werden meine Eltern auch noch weiterhin Geschenke bekommen. Genauso wie die Kinder aus unserer Familie. Zumindest die kleinen Kinder, auch die bekommen was. Aber das zeige ich euch jetzt gleich. Also kleinen Moment, ich räume nur mal die Bastelsachen weg und dann geht's weiter. Oho, so, es kann weitergehen. Und zwar, ich glaube, die waren im Angebot, habe ich auch zum Verschenken. Die eins hat sich mein Mann genommen. Das sind Herren Geldbörsen. Und die haben 2,99 € gekostet. Die waren, glaube ich, jetzt im Angebot. Ich glaube, ich stelle euch mal ganz kurz ein bisschen anders. Kleinen Moment bitte. Das jetzt so? Also er hat sich das längliche genommen. Ich weiß gar nicht, ist das Leder? Das riecht wie Leder. Was kann ich mir für den Preis nicht vorstellen. Also wirklich nicht. Hier sind halt für die ganzen Karten und Kleingeld. Das ist halt ein bisschen steif, aber es kann auch sein, dass das jetzt dadurch ist, dass es neu ist. Und für 2,99 € habe ich nochmal zwei mitgenommen zum Verschenken, aber dann halt in dieser Pocketgröße. Einmal in Braun und einmal in Schwarz, auch für 2,99 €. Die sind dann so und zu öffnen. Ja, die meisten Männer dann in ihre Gesäßtasche und ich denke mal, da ist die Größe optimal. Einmal in Braun und einmal in Schwarz. Ich möchte das jetzt auch nicht hier aufmachen. Seid mir nicht böse, aber ich möchte das gern verschenken und da möchte ich, dass das schon original bleibt, okay. Aber ich denke, ihr wisst alle, wie eine Geldbörse aufgebaut ist, oder? Okay, also auch das war 2,99 € pro Stück. Dann, kommen wir jetzt mal, dann habe ich gedacht, ich habe euch ja gesagt, meine Mama hat jetzt noch Geburtstag und Weihnachten und da wollte ich halt ein bisschen mehr als nur ein Geschenk. Deshalb hat sie einmal die Geldbörse
Komm, die Damengeldbörse, die ist 1 Euro teurer, 3,99 Euro, aber wirklich noch ein Witz der Preis, 3,99 Euro für so eine Geldbörse. Ich weiß nicht, ob sie die jetzt nimmt zum Einkaufen oder um da vielleicht irgendwelche Papiere reinzupacken zu Hause, das überlasse ich ihr. Nur für 3,99 Euro kann man ja nicht viel verkehrt machen. Nur halt jetzt hier zum Zeigen, da stören wirklich diese Teile, aber ich möchte es halt dran lassen. Das ist halt so eine Geldbörse. Und dann weiß ich, dass sie die, guck mal her, es kommt Süßes, aber ist es halt auch zum Verschenken. Und zwar diese Quality Street. Ich weiß, dass sie die sehr, sehr gerne isst, aber ihr wisst ja, also die Leute, die die kennen, wissen, dass die nicht gerade sehr günstig sind. Also gibt es die auch nicht so oft bei meiner Mama. Aber da sie ja jetzt Geburtstag hat und Weihnachten, bekommt sie die halt von meinem Mann und mir geschenkt. Allein diese kleine Dose war, glaube ich, über 4 Euro, wenn mich nicht alles täuscht, obwohl sie im Angebot ist. Nestle Quality Street, 4,95 €. Jawohl. Und zum Geburtstag darf es ja mal was Besonderes sein, ne? Die habe ich hier mitgenommen. Ich weiß noch nicht, wie ich das aufteile, was jetzt für ein Geburtstag und was für Weihnachten ist. Oder packe ich das alles zusammen und sie packt es Heiligabend aus? Ich weiß es noch nicht. Aber da habe ich ja noch Zeit, mir das zu überlegen. Weil jetzt kommt das nächste. Ich weiß halt noch nicht, wie gesagt, zu welchen Anlässen. Habe ich einmal diese Parfüms, diese 6er Parfümfläschchen geholt. Jetzt muss ich nur gucken, ob ich jetzt da den Preis finde. Kann ja nicht ewig dauern. Bildbörse haben wir. Ist das dieses Geschenkset Figenzi? Jawohl. Das hat 3,95 € gekostet. Das möchte ich ihr dann auch noch schenken. Wie gesagt, entweder Geburtstag oder Weihnachten. Ich hoffe, sie freut sich. Dann, das war jetzt gar nicht geplant, aber meine Mami liebt Katzen. Sie hat zwar keine, ich weiß auch nicht, ich habe denen so oft gesagt, dadurch, dass sie unten wohnen und die kleine Terrasse haben, ihr könntet euch doch jetzt eine Katze holen, aber nein, doch nicht. Dann halt eine auf einer Kaffeetasse. Okay? Meine Mama trinkt sogar ihr Mineralwasser aus einer Tasse, also wird sie daran sicherlich Freude haben. Das habe ich jetzt halt für meine Mutter. Also, was jetzt für Weihnachten und Geburtstag ist, kann ich euch noch nicht genau sagen. Das werde ich dann entscheiden, wenn ich es einpacke, okay? Achso, habe ich euch jetzt gesagt, was die Tassen. 99 Cent haben die Tassen gekostet. Ich sage jetzt Tassen, weil ich habe auch noch eine für meinen Papa geholt. Aber erstmal packe ich das für meine Mama hier mal zur Seite. Und dass ich es kaputt dämmere, hoffe ich. So. Oh, bin ich jetzt wieder gegen euch gekommen? Tut mir leid. Keine Absicht, aber das wisst ihr ja, ne? So, für meinen Papa habe ich den auch eine Katze, aber eine andere. Er bekommt diese Katze. Auch 99 Cent. Ich habe euch noch gar nicht gezeigt, was ich überhaupt für meinen Papa habe. Nicht, dass er denkt, hier meine Mama bekommt so viel und mein Papa bekommt nur eine Tasse. Nein, nein, nein. Zeige ich euch. Muss mal kurz den Rachen wieder befeuchten. Für meinen Papa. Ach, das ist so blöd zu erklären. Wie mache ich denn das jetzt? Also ich habe hier Biergläser geholt, ne? Aber das ist nicht der Hauptgrund, dass ich ihm jetzt Biergläser schenken wollte. Ich muss euch wieder ein bisschen.
sondern er bekommt von uns, kennt ihr das von den Höhlen der Löwen, dieses Zapfteil, was man auf die Bierflasche setzen kann und dann soll das Bier wie frisch gezapft schmecken. Das haben wir ihm geholt, aber ich fand das irgendwie ein bisschen wenig. Da habe ich gedacht, da muss irgendwie noch hier vielleicht solche Biergläser. Ich kenne mich damit jetzt nicht aus, mit 0,4. Und deshalb haben wir die noch dazu gekauft. Also es kommt dieses Zapfteil dazu mit diesen Biergläsern von den Höhle des Löwen. Und dann können sie Heiligabend mal probieren, ob das tatsächlich anders schmeckt. Also mein Mann wird wahrscheinlich dann auch ein Bierchen probieren. Und mein Papa auch. Also Weihnachten wird er sicherlich Bier zu Hause haben. Nicht jetzt, dass er, mein Vater jetzt hier täglich von morgens bis abends Bier trinkt, aber wenn so Feiertage oder so am Abend trinkt er schon mal gerne ein Bier. Und mal gucken, ob es funktioniert und ob es ihm gefällt. Er ist ehrlich, wird das nichts taugen, wird er mir das knallhart sagen, da kennt er nichts. Ich hoffe wirklich, dass das funktioniert. Nicht, dass er mir das wieder in die Hand drückt und sagt, diesen Mist kannst du mit nach Hause nehmen. Das schmeckt genauso, als würde ich es direkt aus der Flasche trinken. Das darf wirklich nicht passieren. Drückt mir die Daumen. So, also dann packe ich das erstmal zur Seite und gucke dann mal nach dem Preis für die Biergläser. Das waren jetzt 4 Biergläser. Die müssen auf diesem Raum stehen. Biergläser, 4 Stück. 2,69 € haben die gekostet. Also das ist halt, wie gesagt, so eine Beigabe, weil das ist jetzt in der Tasche und ich will euch hier nicht rücken. Das ist halt nur so ein schmales Plastikteil, wo diese Teile drin sind, was man dann halt auf eine Flasche oder eine Dose setzt und sich das dann in ein Glas kippt, das Bier, und dann soll das schmecken wie frisch gezapft. Ich hoffe, ihr könnt euch so ein bisschen vorstellen, was ich meine. Wenn nicht, gebt einfach mal Höhle der Löwen ein, da hier bei YouTube. Da wird euch dann auch die Bierzapfanlage, heißt das. Das hört sich so phänomenal an, ist es eigentlich nicht. Aber da wird euch das dann gezeigt, okay? Was ich meine. So, dann, ja, das habe ich jetzt auch nur geholt, weil es im Angebot ist. Das ist hier von Axe ein Aftershave, Bodywash, Bodyspray, aber das ist jetzt nicht für Weihnachten für meinen Papa. Er hat nämlich im Februar auch schon wieder Geburtstag und was ich habe, das habe ich. Also habe ich auch schon ein Geschenk für Geburtstag für meinen Papa. Bevor ich mich da wieder absuche und nicht weiß, was ich ihm kaufen soll, haben wir das schon mal mitgenommen für 5,95 € und dann habe ich das halt hier bis Februar noch stehen, aber das ist auch kein Problem. Bekommt er dann im Februar zum Geburtstag von uns. So. Das einmal. Ich bin der Meinung, das ist auch im Angebot. So, dann habe ich einmal jetzt für meinen Schwiegervater, wie gesagt, wir schenken uns nichts. Aber ich möchte immer so eine Kleinigkeit zumindest für die Eltern haben, ne? Die haben für uns auch so viel getan und tun auch heute noch und dann, wie sie können. Und da möchte ich halt eine kleine Aufmerksamkeit immer haben. Ich bin so, ich mag gerne jemandem was schenken und das wird sich bei mir auch nicht ändern und basta. Und ich höre jetzt auf, mich zu erklären, weil wenn ich Lust habe, jemandem was zu schenken, mache ich das so, fertig, aus. Einmal die Pralinchen hier von Action. Für 1,29 € und darauf bekommt dann noch hier diese Cinnamon-Teelichter, weil er macht sich auch gerne Kerzen an. Vor allem in seinem Raucherzimmer, da hat er immer sehr, sehr viele Kerzen und deshalb bekommt er einmal die Pralinchen und die Kerzen und die riechen wunderbar, aber ihr könnt das nicht riechen, das riecht man durch die Packung. So, das bekommt der Papa von meinem Mann. Auch er wird wieder schimpfen, das weiß ich.
Das ist mir aber egal. Es ist Weihnachten, das darf ich schenken. Verdammt nochmal. So, dann für unseren kleinen Neffen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, für Mädchen, für kleine Mädchen hätte ich da den Laden fast leer kaufen können. Aber was zu finden für einen kleinen Jungen, ich weiß nicht, da hatte ich echt jetzt ein bisschen Probleme. Hab dann aber einmal diese Matchbox-Autos gefunden. Und man meint, das ist auch eine bekannte Firma, Hot Wheels. Und die haben gekostet 2,99 €. Wieder den falschen Bon. Wir waren zweimal drin. Ich musste kurz raus, ein bisschen Pause machen, was trinken und dann sind wir nochmal rein. Weil ich möchte das alles immer in Ruhe machen, ohne Stress. Hot Wheels Autos, Zweierpack, ja genau, 2,99 €. Die habe ich einmal mitgenommen für ihn. Er ist halt im Grundschulalter und ich habe dem Papa schon die Bilder geschickt, um zu fragen, ob das auch was für ihn ist. Dass ich das im Auftrag von dem Weihnachtsmann alles verpacken kann und beim Opa hinlegen kann. Und er meint, ja, ist okay, kannst du machen. Beim ersten Mal waren wir drin, aber da hat er jetzt halt geschrieben, er glaubt nicht, dass sein Sohn damit spielt, aber es macht nichts. Ich werde dafür schon einen Abnehmer finden. Das sind nämlich die Figuren hier. Ich finde sie süß. Und solange ich keinen Abnehmer habe, stelle ich mir die, glaube ich, ins Wohnzimmer. Das passt doch bei mir rein. Das sind diese, sind das jetzt der Tiger, ne? Mit so einem Tigerkind. Toll. Weil wo wir das erste Mal drin waren, hatte ich echt Probleme gehabt, was zu finden. Beim zweiten Mal hatten wir da schon besser Glück, das zeige ich euch gleich. Da hat mein Mann noch ein bisschen mehr geguckt. Der hat da, glaube ich, immer ein besseres Händchen für. Tierset. Und na okay, 3,99 €, aber es bleibt erstmal hier bei mir stehen. Kein Problem. Mir gefällt das wunderbar. So. Und dann aber das zweite Mal drin. Und wir wissen, dass der Kleine ein Star Wars-Fan ist. Da hat mein Mann dann das hier gefunden. Das ist hier so ein Bad. Ich weiß nicht, er meinte irgendwie, da könnte man das da reinmachen und dann könnte man sich das da. Ich habe keine Ahnung davon, aber denke mal, der wird sich schon mit seinem Papa da durchfuchsen. Was hat das gekostet? Das ist 1,79 €. Also, was bekommt er? Und dann habe ich noch so eine Star Wars Dose gefunden. Die ist natürlich jetzt leer. Ja, aber natürlich werde ich da noch was reinpacken. Diese Bonbons. Diese Bonbons werde ich da rein. Wollte gerade sagen, soll ich das gleich vor der Kamera machen, aber lieber nicht, das knistert ja wieder. Krieg ich wieder Schimpfe. Nee, ich mache das dann später. Also die Dose war 59 Cent und die Bonbons. Wo sind jetzt die Bonbons? Kleiner Augenblick. Ich weiß nicht, wie die Bonbons heißen. Sind das die Chocolate Eclairs? Oh, Entschuldigung, ich bin gerade durch das Kabel, weil ich habe euch am Kabel hängen. Damit ihr mir nicht irgendwie, also plötzlich weg seid, ne? Weil ich nicht mehr aufnehme. Nee, ja, das sind die. Die Bäuchchen sind 1,49 €. Ich habe keine Ahnung, wie die schmecken, aber da ich sicherlich sowieso nicht alle in dieser Dose reinkriege, sind ja viel zu viel, wird der ein oder andere davon natürlich in meinem Mund landen, ne? So, das waren jetzt, jawohl, das waren jetzt die ganzen Geschenke und das heißt, ich werde jetzt gleich nochmal Pause machen. Ich werde erstmal sicherheitshalber, glaube ich, die Speicherkarte leer machen. Sonst seid ihr wahrscheinlich wirklich gleich weg. Das möchte ich nicht.
Und dann werde ich euch den Rest zeigen. Ich hoffe, ihr habt noch Lust, weiter zu gucken. Oder ihr guckt euch das in der Teilen an. Könnt ihr ja machen, wie ihr gerne möchtet. Also, ich würde sagen, ja. Ich mache erstmal die Speicherkarte leer und dann bin ich gleich wieder für euch da. Bis gleich. Toll, dass ihr dran geblieben seid. Vielen Dank. Auf geht's zum Endspurt. Jetzt kommt noch ein bisschen Leckereien und ein bisschen von dies und das und dann sind wir auch schon durch, okay? Angebot haben sie ja auch gerade diese Wickkerzen. Da haben wir uns zwei Stück mitgenommen. Also die, die uns am besten gefallen haben. Das ist einmal Anti-Tabak und Fruchtcocktail. Oh, das riecht schön. Das riecht lecker. Das riecht zum Reinbeißen. Und es waren halt noch mehrere Sorten, aber das waren die einzigen, die uns so richtig zugesagt haben. Und die haben gekostet 1,57 €. Und ihr wisst ja, die Gläser werden aufgehoben und dann bebastelt, ne? Sowas schmeißen wir ja nicht weg. Ach. Gleich mal eine anmachen. Ach, so, also. Die durften es noch sein. Dann, jetzt mache ich ein bisschen durcheinander, aber ich hoffe, es ist kein Problem, weil das ist ja jetzt der Endspurt, ne? Das andere habe ich so ein bisschen versucht, nicht ganz so unstrukturiert zu zeigen. Was mache ich denn jetzt mal weiter? Ach so, ja, hier. Kleine Löffel und kleinen Kuchengabeln, weil ich weiß es nicht, so wie die Waschmaschine Strümpfe frisst, habe ich das Gefühl, unser Geschirrspüler frisst Kuchengabeln und kleine Löffel, weil wir kaum welche haben. Immer wenn ich mir einen Joghurt oder einen kleinen Obstteller mache, wo ich Kuchen bin ich am Suchen. Und deshalb haben wir jetzt welche mitgenommen. 6 Stück für jeweils 2,56 €. Gleich mal auspacken und durchwaschen. Ja, sieht aus. Gut, in der Mikrowelle hatte ich eh nicht vor, die zu packen. Aber Geschirrspüler ist wohl okay. Gut, gut, gut. Also einmal kleine Löffelchen und kleine Kuchengabeln. Dann diesen Stern hier. Den würde ich gerne mal schauen, ob mein Mann mir den vielleicht noch auf dem Balkon machen könnte. Von denen ist ja Very Important so angetan. Na, das habe ich, glaube ich, gestern oder vorgestern den Heu gesehen. Und habe ich mir gedacht, wenn du den heute siehst, nimmst du dir den mit für 3,99 €. Also mal schauen, wie er aussieht, wenn er dann am Blinken ist. So. Dann, ja, das Teil ist batteriebetrieben. Da hat mein Mann dann gleich vorgesorgt und auch Batterien mitgenommen. Ich glaube, die waren sogar im Angebot. Auch vorhin hatte ich die. Also wie gesagt, der beleuchtete Stern, 3,99 €. Und hier die Wartebatterien, 3,49 €. Die hat mein Mann dann noch mit eingepackt. Ich weiß nicht, ob er es jetzt aufgrund des Sterns gemacht hat oder ob wir vielleicht sowieso welche brauchen, weil wir sind ja hier wieder schön beleuchtet. Weihnachten muss es leuchten, ne? Geht das euch auch so? Ich bin ja so ein bisschen enttäuscht, wenn ich immer draußen mein Mann jetzt einkaufen gehe, jetzt hier nur kurz rüber zu Penny. Da fahren wir ja nicht extra mit Auto, gucke ich halt mir immer gerne die Fenster an und ich finde, das ist diesmal sehr bescheiden. Also es ist wirklich sehr, sehr bescheiden, die Beleuchtung. Ab und an sieht man vielleicht mal ein Lichterbogen, aber das und bei ganz, ganz wenigen auf dem Balkon ist es wirklich sehr schön gemacht, aber es war doch mal mehr, oder täusche ich mich? Ich weiß es nicht, ich finde das sehr, sehr wenig dieses Jahr. So, was habe ich dann noch mitgenommen? Ach, erstmal hier. Keine Ahnung, wie die schmecken, aber ich sehe, die passt in jeden Haul. Dachte ich, die Bastler, die mitnehmen, also habe ich gesagt, jetzt willst du auch mal wissen, wie die schmecken. Party-Hits Twister, 72 Cent. Also, die durften es dann jetzt auch mal sein. Möchte ich auch gerne mal kosten. Also,
wie gesagt, ich gucke mir sehr gerne Bastelholz halt an, ne, von Action. Und meistens ist es ja, dass die Leute sich dann auch hier ein bisschen Leckerli kaufen und ach, da kriege ich auch mal voll, ich hab's drauf und dann ärgere ich mich, dass unser Action nicht um die Ecke ist. Aber ich nehme mir jedes Mal vor, wenn ich das nächste Mal da bin, dann schon oft auch was dann nicht mehr dran gedacht. Aber daran hatte ich jetzt gedacht und habe die Party-Hits mal mitgenommen. Genauso wie diese Fudge-Vanille. Die soll wohl auch sehr gut schmecken. Und das haben die gekostet. Keine Ahnung. Aber ich denke mal, so oft wie ich die in Holz schon gesehen habe, kennt die schon jeder und weiß auch, was die kosten. Ne, das sind die nicht. Das sind die auch nicht. Das auch nicht. Oh Mann, ich finde das jetzt auf Anhieb auf einmal nicht. Ach doch, hier. 99 Pfennige, jawohl. Kleinen Moment, ich muss mal wieder in die Gegenwart. 99 Cent kosten die. Marandi Fudge, wie auch immer, 180 Gramm, 99 Cent. Die kenne ich auch nicht, nur durch Holz und möchte die jetzt mal kennenlernen. Jetzt kommen die Sachen, die kenne ich leider. Kleinen Moment. Deshalb zwei Pakete. Und zwar die Zuckernüsse. Wir hatten die letztes Mal mitgenommen, ein Paket. Na, erstmal war ich so, war ich so ein bisschen misstrauisch, ob das doch absolut Kindheitserinnerung. Damals in den Gartenverein, wenn mein Papa beim Frühshoppen war und meine Mama mich losgeschickt hat, guck mal, geh mal zum Papa, wenn wir im Garten, meine Mutter da gekocht und dann musste ich halt meinen Papa holen, wenn das Essen fertig war und er mich immer ein bisschen noch hinhalten wollte, gab es einen Automaten und da konnte man genau diese Nüsse ziehen. Oh. Ich konnte mich da heute noch reinsetzen und ich habe zu meinem Mann gesagt, als die Tüte leer war, habe ich gesagt, Schatzi, ich will wieder die Nüsse, wir müssen nach Action, ich will die Nüsse haben. Und wir haben auch überall woanders geguckt, ob es nicht sowas in der Art Aldi, Penny, sonst wo gibt. Aber nein, nicht gefunden. Und dann haben wir gesagt, ich fahre doch jetzt nicht nach Action wegen ein paar Nüsse. Und deshalb kam das jetzt ganz gut, dass wir auch noch die ganzen Weihnachtsgeschenke holen mussten. Und er hat dran gedacht, mir die Nüsse mit dem Einkaufswagen zu packen. Oh, mein Schatz. Also wirklich gefährlich, gefährlich, aber lecker. Und zudem sind Nüsse eigentlich auch gesund, ne? Gut, Zucker drumherum jetzt vielleicht nicht so, aber die Nüsse an sich sollen ja gesund sein. So. Was kosten die eigentlich? Ich weiß es nicht. 1,46 €. Ach, aber da kann man wirklich nicht meckern. Ich weiß nicht, was das damals gekostet hat. Wenn der Papa die aus dem Automaten gezogen hat, ich denke mal so 50 Pfennig oder so. Da hat man immer so eine Handvoll bekommen. So. Aber ich denke mal, jüngere Leute wissen jetzt nicht, wovon ich geredet habe, aber die etwas reiferen bestimmt. Dann, ne, das ist nicht so meins, das ist mal so mein Mann. Er isst dieses Soft-Nougat sehr, sehr gerne. Ab und zu knabber ich auf, was das gut ist, ich kann mich daran sehr lange festhalten. Also bei meinem Mann, zwei Bisse sind die weg, aber ich bin ja noch gerade in zahnärztlicher Behandlung. Bei einer Wurzelbehandlung, man wisst ja nur, geht's weiter. Und direkt vorne, und dann kann ich nicht so richtig abbeißen vorne. Dann beiße ich immer so seitlich, und das heißt, ich mache mal so kleine Bisse und. Also da kann ich mich schon sehr, sehr lange an ein so ein Teil hochziehen, aber mein Mann isst die sehr, sehr gerne und hat sich davon auch gleich zwei Pakete mitgenommen. Was kosten die? Wie heißen die? Soft Nuggets. Die. Wo seid ihr? Ich finde euch nicht. Ach, ich finde das jetzt wirklich nicht. Das ist gerade das Vorletzte, was ich euch zeige, und ich finde es nicht. Chocolate Eclairs, das waren die Bäuchchen.
Kuchengabel, Dessertlöffel, nein. Ice Baby Blue Cool habe ich schon ausgetrunken. Dann nehme ich erstmal die hier. Dann nehme ich erstmal meins, weil das habe ich jetzt gefunden. Den muss ich jetzt nochmal gucken. Jetzt kommt das, was auch ich suchte. Das sind die Haribo. Aber nur die roten. Ich hatte auch mal die grünen und so. Oder diese mit diesem Zucker noch drauf. Nee, die mag ich nicht. Ich mag die roten Puren am liebsten. Jetzt habe ich meinen Finger da weggenommen. Ja. So bin ich, so bin ich. Pass auf, jetzt finde ich das andere gleich. Tatsächlich, ich habe jetzt die anderen gefunden. Die hier kosten 99 Cent. Wo sind jetzt dafür die? Das ist so, wenn man was. Kennt ihr das? Geht im Keller, sucht irgendwas, findet es nicht. Gibt schon irgendwann auf, ach egal. Dann geht ihr irgendwann im Keller, sucht was ganz anderes und findet das, was ihr vorher gesucht habt. So geht es mir jetzt hier mit diesen Preisen. Eben nämlich gehabt und jetzt ist es weg. So vom Fernseher und so. Und außerdem Weihnachtszeit, da darf ein bisschen genascht werden. Aber ach, hier sind sie. 99 Cent Haribo Balla Balla heißen die. Naja, nicht ganz sehr einfallsreich, aber die schmecken gut. Die habe ich mir noch mitgenommen. So, ihr habt es geschafft, wir sind durch. Ich bedanke mich recht herzlich, dass ihr bis jetzt dran geblieben seid. Es war nicht wenig, aber dachte, ich zeige euch das. Vielleicht will der ein oder andere jetzt auch nochmal nach Action. Und ich habe ihn auf irgendwas gebracht. Wäre schön. Und ich darf das hier gleich erstmal alles aufräumen. Darauf freue ich mich jetzt nicht so ganz. Das ist ja doch eine ganze Menge. Vielleicht öffne ich das ein oder andere mal gleich zum Probieren. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt demnächst groß was von mir hören oder sehen werdet. Deshalb vorsichtshalber möchte ich euch allen schon mal schöne, besinnliche Weihnachten wünschen und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich denke mal, jetzt in diesem Video erreiche ich viele, weil viele schauen sich ja jetzt einen Haul an. Und kann ich mit bestem Gewissen sagen, ich habe dran gedacht. Nicht, dass jetzt plötzlich nichts mehr von mir kommt und meine Wünsche nicht da sind. In diesem Video sind sie. Wie gesagt, ganz, ganz besinnliche Weihnachten und einen guten Rutsch. Ja, also wie gesagt, ich denke mal, von mir wird es jetzt erstmal nicht mehr so viel kommen, weil ich habe jetzt hier einiges zum Einpacken, wie ich gesehen habe. Stellt euch einfach vor, wie das Äugchen im Schneidersitz auf dem Sofa sitzt, mit Geschenkpapier rollen, die Federn in alle Richtungen gerupft, weil, ja, ich sag's mal so, Einpacken ist nicht meine Lieblingsaufgabe. Ich mache es zwar, weil ich möchte ja, dass diejenigen was zum Auspacken haben, aber vor allem, wenn irgendwas unförmig ist, ist das furchtbar, wenn man das dann einpackt und das nicht so aussieht, wie man es gerne hätte. Ich sehe mich hier wirklich schon auf dem Sofa und irgendwann blinzelt mein Mann wieder über seinen Laptop und sagt, soll ich dir helfen? So wird es ungefähr sein. Also, wenn ihr nichts von mir hört, denkt an das, was ich euch jetzt gesagt habe und schmunzelt und lacht darüber. Und das würde mich schon freuen. Aber ich komme wieder auf alle Fälle. So, meine Lieben, ich will euch jetzt auch nicht länger aufhalten. Das Video ist schon verdammt lange. Und wir haben ja in der Vorweihnachtszeit alle ein bisschen was anderes zu tun, als die ganze Zeit vorm PC zu sitzen, richtig? Also, bye bye, ihr Lieben. Wir hören und sehen uns. Mach's gut. Bye.